Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht's endlich los hier bei Dragamon Hunter. Ja, ich kann immer noch nicht die Lautstärke ändern, deswegen muss ich das jetzt unten über den Lautstärke-Mixer machen. Ja, wir müssen jetzt hier auch noch den Eingangsdialog. You step up a gear copter and shake your head and give a good, ja. Wir lächeln und machen weiter. Continue. We just recruitment's uniform, slowly counting life. Takes. Jetzt kommt schon die erste. Es ist halt auch von Unterhaltung, genau. Jetzt kommt die gute Nicola, die sich auch nur die kürzeste Hose, aber dann halt eben solche Prostituiertenstrümpfe halt eben leisten konnte. Günther, Günther! Ist der Günther hier? Ja, wir sind da. Your turn already. Blalalala. Make your way over to the clock. Okay. Also, wir sollen click to accept the quest. Das kriege ich gerade noch so hin. Und jetzt bin ich gespannt, ob. Ach nein, damit kann ich. Damit kann ich auch. Oh. Mit WASD kannst du laufen. Fuck, oder die läuft. Das ist halt genau wie Area. Nee. Doch, ich habe unten auf dieses Move drauf geklickt und sie lief. Du kannst unten klicken oder laufen. Selber laufen mit der Maus. Ich würde jetzt mal. Oder du läufst mit WASD. Ja, ich würde jetzt ganz mal einfach durchklicken. Your paperwork is all in order. Passt. Mein Schreibarbeit, Clip. Click, skip. Warum sollte ich jetzt? Click, accept. Equip it. Okay, in meinem Backpart. Legen wir an. Das ist nur das Tutorial für die, wo Schwierigkeiten haben, wo die Quest zu finden ist. Es ist sehr einfach gemacht in dem Sinne. Deswegen ist es am Anfang leichter für Spieler, wo nicht so erfahren sind mit MMORPGs. Aha. Deswegen kommt das auch so. Pleased to meet you. So. Günther, your age spellings passt. Ja, wir konfirmen. Bin ich schon. Was? Ich weiß halt noch, wie ich damals bei WoW reingeworfen wurde. Wenn du in Northshire aufwachst. So, und ja, aber WoW ist ja ein ganz anderer Kaliber. WoW hat auch schon eine reine Vorgeschichte. Mhm. Ne? Das musst du dir auch überlegen. So, ich soll meine Skills usen und ich soll. Ach. Here I come. Ach, es reicht, wenn ich auf 1 blick. Okay. Okay. Ja, du kannst Kombinationen mit 1, 2 oder 3 machen dann. Ja. Also es, ja. Tu jetzt nicht so schwierig. Nein, also das Spiel ist wirklich nicht. Ich klicke wirklich nur hier an der Seite immer drauf. Forest Fungus, laufen wir hin. Er macht ja alles für uns. Das sind die Forest Fungus. Und er stellt sich halt sogar genau vor den Schalen. So, nächste, komm. Du blöder Fungus hier. Jetzt gibt's Pilzsuppe. Kann ich da noch was aufsammeln? Nee. Wen soll ich ein Injured Wyvern? Oh, jetzt kommt der große Drache. The Dragonmon! Unexpected Events! Okay, jetzt kommt der große Boss gleich so cool. Das ist in jedem MMORPG. Du musst ja den Boss zuerst mal wirklich sehen, bevor du überhaupt eine Ahnung hast, wer ist überhaupt dein Hauptboss. Das ist aber nur eine kleine Vorgeschichte davor. Oh, 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 oh!
Einmal S, zweimal A oder zweimal S oder zweimal D oder zweimal W kannst du ausweichen. Na? Here I come. Ach. Du, da würde ich nicht. Den habe ich umgehauen. Aber wenn man davor halt eben die ganze Quest halt nur mit diesem Quest-Menü gemacht hat und dann plötzlich, oh, es gibt ja auch WASD. Ja, das hat es in Aura Kingdom nicht gegeben mit WASD. Und jetzt kommt hier der heiße Falcon. Also ich bin ja ein Junge. Der ist doch auch schwul, oder? Ach, und die gute Belessa. Things good, you're here. We almost had a major crisis on our hand. Bane. Belessa. Ja. So. Also wenn irgendjemand von euch da draußen... Wieso hast du überhaupt Aura Kingdom angespielt? Warum ich es angespielt habe? Ja. Henriette hat es mir empfohlen. Ah, okay. Wer sonst? Ja. Hättest du es lieber gelassen. Ich hätte es echt lassen sollen. Das war... Das hat tat so ehrlich, weh. Das macht so viel schlechten Eindruck auf andere MMORPGs. Ja. Weil wenn du Aura Kingdom gezockt hast, dann sagen alle, also sagst du zu allen MMOs, scheiß Gestaltung, das scheiße, das scheiße, das scheiße, was kann ich denn noch machen? Es wirft so ein schlechtes Licht auf MMORPGs. So, ich soll... Oh nein, jetzt tut mich der Hase hier. Omi. Hey, Kito! Use the blip um... Oh ja, ja, passt schon. Warp immediately. So, wir warpen rüber. Und jetzt bin ich in Elysium. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wo du bist. So, ich bin gerade an diesem... Warte, ich gehe jetzt zu Pilot Omi. Ja, du bist da unten. Reward time! Reward time! Reward time! Ach, ich muss was aussuchen. Ich kann eh nur eins nehmen. Müsste ich ihn ja hier mal sehen. So, ich muss mal gucken. Nee, da ist Pilot I ist Omi. Nicht anlegen. Jetzt wollte ich hier gerade meine Sachen... B ist Backpack. Ach, C ist Character. Okay. B ist Backpack. Wo ist jetzt... Ich habe doch gerade eben ein Dings bekommen, dachte ich. Na, dann... Need any potions? Ja, klar. Komm, hier. Nächste. Läuft hier eh alles von alleine. Oh. So, dann. Wo ist er denn? Lorenz. Sorry, Cash only. Das ist gerade dieses Lern alle Typen kennen. Quest mache ich gerade. Ja, ja. Can I help you with... So, jetzt müssen wir zum Seher noch gehen. Also, Grafik ist ja nett. Hier beim Wasser hätten sie sich noch ein bisschen Mühe geben können, aber die Charaktere sehen soweit solide aus. Perhaps I could... Oh. So. Hier, wie sieht denn der aus hier? So Van Pelt? Also Holländer? Oh, nee. Ja, deine Nachricht interessiert mich eigentlich gar nicht. Vor allem, er guckt halt wie bei Sailor Moon. Also. So, wir akzeptieren, keine Ahnung. Ich soll eine Quest completen. Ja. Du sagst, wenn hier das erste Mal wieder kämpfen ist. Aha. Ich hab dich jetzt noch nicht gesehen, ja? Na Gott sei Dank gibt es überall einen Skip-Button. Ja. So, ich soll obtain Wingos Task from Wingos. Ich soll mir von irgendwelchen Wingosen was holen.
Ja, von sozusagen von Ach, jetzt geht's in. Wal, wie soll man sagen, Walrossdrachen musst du Ja, sozusagen jagen. genau. Da sehe ich jetzt hier Dungeon-Info, Walrossdrachen. Genau. Bist du da in der Gruppe mit oder soll ich den kurz selber machen? Mach den selber. Okay, dann mache ich den selber. Der ist nicht so schwer. So, in der Snap. Na, okay. Here I come. Na, raus. Here I come. So, wie loot ich den? Ach, das macht es aber. Ach, der lootet sogar selbstständig. Das ist ja Ja, praktisch. ganz praktisch. Here I come. Nur wenn du Loot-Aufgaben hast. Here I come. Here I come. Also im Prinzip könnte ich jetzt schon einen Autobot dafür programmieren, der mir das Spiel automatisch gibt. Nee. Kannst du nicht. Weil vielleicht alle Stunde, vielleicht alle 2 Stunden kommt ein Fenster links oben und fragt dich, ob du am Botten bist. Echt? Really? Ja, ist so. Da musst du eine Zahl angeben. Wenn du das nicht eingibst, wirst du automatisch gekickt. Okay. Die werden sich schon gedacht haben. So, Mission clear. Warp immediately. Ich soll wieder rauswarpen. Okay. Also mich. Oh, there you are. So, da ist Agatha. Wir geben ihr die Sachen ab. Ich weiß nicht mal, welche Teile ich jetzt bekommen habe. Ich soll den Annual, den jährlichen Hunter-Ton mitmachen. Ja. So, wird wieder geworbt. Erster Eindruck sonst vom Spiel. Sehr vereinfacht bei Ja, gewissen Stellen. es ist ein bisschen. Also mir persönlich ist es zu casual. Die Grafik, ja, ist okay. Jetzt nicht mein Stil. Also wenn man halt sowas wie SWTOR oder so gespielt hat oder halt eben so sein WoW-Universum mag, dann Ja, ja, WoW. tut schon ein bisschen weh in den Augen, aber. Here I come. Ja, dass es 10 Tage alt ist, ne? Nö, deswegen ist es da schon okay. So, Paumas. Here I come. Here I come. So, wir haben den besiegt. Und ich bin mit Wipper Kroll. Also ich komme halt mit der Story nicht mal hinterher, weil ich die Quests halt eben so durchrasen. Hey, das ist normal. Jetzt kommt wieder irgendein Video. Ach, ich bekomme jetzt ein Reittier dann, oder? Ja. Bekomme ich mein eigenes Dragomon? Ich will mein Dragomon.
Gonna catch them all. Unbelievable variety. Over 100 Dragamon waiting to be conquered. Dragamon Hunter. Wenn sie jetzt noch Geräusche machen wie Pokémon, dann bin ich zufrieden. So, ich muss hier ganz kurz noch den Sound noch ein bisschen einstellen. Moment. System. Also, Musik geht ganz runter. So, wir lassen sie auf 40%. Nee, die wird auf 3 Runde gesetzt. Oder auf 2. So, back to game. Dann war das diese Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja. Ich denke, bei der Folge werden schon kaum mehr welche da sein. Aber ja, wir schauen dann in der nächsten Folge nochmal rein. Ist es schon mein Dragomon? Nee, ich habe noch keinen Dragomon. Okay, ich hoffe, ich kriege endlich meinen Dragomon in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.